Hallo meine Freunde, das nächste Video. Ja, ich habe was gefunden. Ja, ich habe das schon. Das habt ihr bei mir eigentlich schon mal gesehen. Ja, aber ich habe eine neue Firma gefunden. Das heißt NAB oder NAB Cooling. NAB Cooling. Ja, die machen verschiedenste Kühllösungen. Ja, Brackets, Wärmeleitpasten und so weiter und so weiter. Schaut mal auf der Seite, also NAB Cooling oder NAB Cooling, ja, da könnt ihr wirklich mal stöbern. Und da habe ich dieses Teil gefunden, das habe ich mir jetzt noch mal besorgt, weil ihr wisst ja, beim Sockel 1700, ja, viele meinen ja, das ist Quatsch, was wir hier erzählen, aber das bin ich ja nicht alleine, sondern das haben ja einige Kanäle gezeigt und auch dokumentiert, ich ja auch, dass es bei 1700er Sockeln dazu kommen kann, dass sich das Board, ja, ein wenig biegt, ja, oder sogar die CPU. Also ich bin der Meinung, das wird das Board sein. Das kann aber auch, also die genaue Verfahren habe ich jetzt so nicht rauskriegen können. Aber wer mein Video gesehen hat, ich habe da also wirklich so eine Lehre draufgelegt. Das heißt, wenn man den mit der normalen Klammer runterdrückt, der drückt ja die CPU nur an den Seiten in der Mitte, ja. Dann habe ich eine Leere drauf, dann konnte man unten das Licht durchscheinen sehen. Wie so ein Bauch konnte man sehen. Und dann habe ich die Originalklammer bei Intel komplett abgemacht. Das sind ja nur vier Schrauben, die kann man wirklich mit vier Schrauben lösen. Und dann kann man sich hier so ein Bracket draufsetzen. Ja, das kommt dann anstatt der Klammer, das heißt dann erst die CPU drauf und dann kommt dieses Bracket da drauf. Ja, ich kann es euch auch noch mal zeigen, wer es vielleicht noch in Erinnerung hat. Ja, und ich habe das selber gemerkt, wie toll die Temperaturen geworden sind. Also das waren über 5, 6 Grad besser. Ja, auch wenn sich das jetzt hier alles wieder, ne, ihr kennt ja die ganzen, Skeptiker und weiß ich, ja, aber denen kann sowieso nicht geholfen werden, also, ne. Also, so sieht das ganze Teil aus. Das ist in Aluminium gehalten, ja, seht ihr, ja? Und da, wo die Klammer ist, ja, bei 1700er Sockel, ja, da kommt dann hier dieses Bracket drauf. Und normalerweise bei dem, was ich habe, da waren diese Schrauben hier nicht dabei, sondern da musste man die Originalschrauben nehmen, ne, die jetzt auf dem Originalsockel drauf sind. Hier sind die Schrauben aber dabei. Das heißt, ich kann das ganze Teil runternehmen und habe dann hier meine vier Schrauben, womit ich das Bracket hier schön draufsetzen. Und ich habe auch noch einen Schlüssel dabei. Ja, da können wir das Ganze mit losschrauben und festschrauben. Und eine Beschreibung ist natürlich auch noch mal dabei. Das heißt, hier ist die Klammer noch mal abgebildet. Ja, seht ihr ja. Und das heißt, die Klammer wird runtergesetzt. Das Bracket kommt drauf, wird festgeschraubt. Voll CPU nicht vergessen, sonst kriegt ihr die CPU nicht drauf. Ja. Und dann ist das ein ganz klarer, flacher Auflauf. Und dann habe ich die Leere noch mal draufgelegt. Und siehe da, da scheinte nicht ein Funken Licht mehr drunter. Das war alles schön eine Linie. Also das war ein Unterschied. Und darum habt ihr auch dann einen Unterschied bei der Temperatur, weil die CPU einfach gerade aufliegt. Ist einfach ein Phänomen bei Sockeln. Ihr könnt mal gerne stöbern. Ja, da guckt doch mal ein paar Videos an. Ne? Und dann könnt ihr sehen, die empfehlen dann alle hier so ein Bracket oder eine dickere Backplate empfehlen manche. Habe ich auch gehabt. Trotz dieser Backplate hat es sich nicht. Also das Einzige, wo es weggegangen ist, war dieses Bracket hier. Ja. Und wie gesagt, schaut mal auf der Seite drauf. NAB Cooling habe ich gefunden und auch Preis absolut okay. Ja. Und Preise, ihr wisst, die ändern sich. Schaut einfach drauf. Link setze ich euch unten rein. Ja. Und auch Wärmeleitpaste und so weiter. Viele, viele verrückte Sachen. Schaut mal. Ist mal interessant. Ja. Und ich habe mir gedacht, ach Mensch, Kalle, komm, wenn du dir sowas bestellst, kannst du es den Leuten auch nochmal zeigen. Ja. Und dann können die auch je nachdem profitieren. Ne. Der eine oder andere sagt vielleicht, ja Mensch, ich habe ja auch, ne, und habe da auch vielleicht ein bisschen Probleme. Und wenn ich dadurch hier doch was sparen kann, und hier muss man auch da wirklich, die CPU ist ja drin. Ja, die habt ihr ja drin. Ne? Also ihr macht praktisch nur die Klammer auf. Also Klammer schon aufmachen, ja, also sonst ist da Spannung drauf. Also Klammer macht ihr auf, ja,
als wenn ihr die CPU, ihr lasst die CPU drin. Dann dreht ihr nur die vier Schrauben raus, nimmt dieses Brett und legt einfach das hier jetzt wieder drauf. Ja, CPU sauber machen. Dann legt ihr das drauf, macht die vier Schrauben, das alles. Und dann setzt ihr euren Kühler wieder drauf. Vielleicht habt ihr ja vor, sowieso einen neuen Kühler mal. Ja, oder eine I.O. oder sonst irgendwie. Ja, und dann macht ihr das Bracket drauf. Und ich sage euch, das werdet ihr merken. Ja, wenn ihr auch euren vorherigen Kühler wieder drauf setzt, ja. Also, das werdet ihr merken. Also, schon eine tolle Sache hier. Ja. Und ich habe mir gedacht, ich mache ein kurzes Video drüber. Und ja, ich hoffe, ich habe damit vielleicht einigen wieder ein bisschen geholfen. Der ein oder andere sagt, klasse. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare. Und was sagt der Kalle immer ganz zum Schluss? Genau, lasst ein Abo da. Dann verpasst ihr die nächsten Videos nicht. Genau. Meine Freunde, bleibt gesund und tschüss zusammen.